Manchmal stimmt das mit den Sounds nicht ganz so, oder? So, na dann. Genau, hier war's. Ich glaube, ja, ich glaube, ich schneide das alles weg. Und ihr seht dann eben in dem Fall den Part ab hier jetzt. Weil das mit der Säure etc. habt ihr ja schon gesehen. Das wäre ja Quatsch, wenn wir das jetzt nochmal zeigen. So. Na dann. Dreh dich, lauf. Crouchen. Es dauert immer sehr lange. Komm, eine noch. Wir müssen den nämlich jetzt irgendwie so abballern. Ich versuche jetzt erstmal wieder ein bisschen Abstand zu gewinnen. Ich hoffe, das funktioniert jetzt hier, wie ich mir das denke. Irgendwie machen wir noch keinen Schaden, oder? Schnell weg. Haben wir schon Schaden? Doch, wir haben schon Schaden gemacht. Ich hole jetzt bloß noch mal hier ein bisschen, dass wir ein bisschen Abstand haben. Mach noch eins, mach noch eins. Oh, ich bin gerade so konzentriert. Ich kann gerade gar nicht wirklich reden. Aber die Musik ist zum Glück nicht wirklich dramatisch. Komm mal schneller. Ja, ist gut. Oh Gott. Stopp. Erste Hilfe nehmen wir. Komm, lauf. Gott, das wird so knapp, ey. Das wird so knapp. Aber gut, wir haben ihn schon gut klein gekriegt. Ist wirklich immer nur wieder Abstand gewinnen. Eine noch. Okay, 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 okay. Wir schaffen das, wir schaffen das, wir schaffen das, wir schaffen das, wir schaffen das. Aber ich finde, es wäre alles ein bisschen gruseliger und dramatischer gewesen, wenn die hätten jetzt die Musik hier irgendwie ein bisschen nicht so ruhig gemacht. Um eins noch. Gott, ich höre ihn kommen. Lass mal wieder ein bisschen Abstand gewinnen. Aber ich finde, das mit dem Parcours haben die hier schon cool gemacht, ne? So. So, wir hüpfen hier rüber. Okay, wir haben ihn gleich. Ha!
ist gut. Na komm, der letzte. Nicht? Doch, es war der letzte. Okay, ich habe irgendwie so das Gefühl, dass es das nicht das letzte Mal gewesen ist, dass wir ihn gesehen haben. Ein Teil eines weiteren antiken Relikts, ein Skorpion, ist darauf eingraviert. So, den nehmen wir mit. Ein seltsames Relikt. Wir haben alle drei und sind in Chapter 5. Final Passage. Ist nicht euer Ernst. Wir sind schon im... Was hab ich denn jetzt hier? Ach, ist ja cool. Oh, das Vieh. Ach, das hängt da oben fest. Was ist denn das? Wir haben einen total coolen Bumerang. Ist das lustig. Aber den kriegen wir, glaube ich, nicht. Nee. Aber gut, ist auch nicht so schlimm. Wir müssen jetzt eh hier lang. Ist das geil, ein Bumerang. Also ganz ehrlich. Okay. Geh weg. Ganz ehrlich, also Dementium 1 hat mir vom Gruselfaktor her besser gefallen. Ich finde das mit dem Bumerang gerade ein bisschen, naja, komisch. So, was haben wir denn hier? Es ist ein Logbuch. März, der 4. März 1940. Sie sind wieder sammeln. Okay, ich glaube, sie auf das Licht wie Insekten gezeichnet. Sie scheinen näher zu kommen jede Nacht, umkreisen den Leuchtturm. Um mich herum fangen mich. Okay, 5. März 1940. Sie haben mich verletzt. Schlecht verletzt? Hä? Ich habe versucht, an ihnen vorbeizugehen, um das Ruderboot gegen den Sturm zu sichern. Sie werden mich nicht gehen lassen. Der bisherige Torhüter sagte etwas von einem Schutzrelikt, bevor sie zog ihn weg. Ich dachte, er sei verrückt, ich sollte gehört haben. Also, anfangs sehr gute deutsche Übersetzung, zum Ende zu lässt es ganz schön nach. Sie sind jetzt so nah, so nah. Wenn ich nur diese verfluchte Relikt finden konnte. Ich denke, es ist meine einzige Chance zu überleben. Ich habe den Leuchtturm auseinandergerissen und es ist nicht hier. Wo könnte es sein? Die Höhlen? Ich werde nie über diese Dinge mit meinem verletzten Bein. Okay, er hat ein verletztes Bein gehabt, deswegen würde er nie in die Höhlen kommen. Es ist hoffnungslos. März 10. 1940, ich höre sie die Treppe und sie sind für mich gekommen. Ja, sie sind gekommen, um mich zu holen wahrscheinlich. Okay, also dieses Relikt hat der Kerl gesucht. Er hat ein verletztes Bein. Also ich finde den Leuchtturm hier gerade eigentlich ganz schick. Aber sagt mal, wenn Chapter 5 schon das finale Chapter ist und es nur noch diesen Tunnel gibt, dann sind wir ja gleich mit Dementium 2 schon wieder durch. Wenn ich daran denke, dass wir für Dementium 1 knapp... Kann ich nochmal irgendwo speichern? Knapp 35 Parts gebraucht habe... Jetzt hier hinten. Ah, hier komme ich gar nicht hin. Eine unsichtbare Wand, okay. Dann finde ich es, weil wo sind wir denn? Wir sind ja erst bei Part 15 oder 16 müsste das jetzt hier sein. Vielleicht auch 17. Was? Ich muss es in den grünen Bereich kriegen, oder? Okay. Was ist, wenn ich gleich den mache? Nein. Okay, also den können wir außen vor lassen. Der. Was macht der? Und der. Tja, schon offen. Okay, was ist das? Ich kenne es nicht. Keine Ahnung, was mich da gerade verfolgt. Weg.
Der Doktor ist auch nicht mehr da gewesen. Man hat zwar ab und an nochmal seine Stimme gehört. Bei Gorgamesh, glaube ich, das letzte Mal. Jetzt haben wir hier eine Postkarte. Das Relikt enthüllt den Weg, nicht nur durch den Leuchtturm. Erinnerst du dich an den Wachturm, William? Ja, na klar, der Wachturm aus dem ersten Teil. Dort haben wir sogar, glaube ich, das Maschinengewehr gefunden. Boah, ich habe aber keine Ahnung mehr, wie das war. Ich hätte hier gern erstmal nochmal irgendwie einen Speicherpunkt, bevor ich mich hier irgendwo hin einlasse. Können wir hier irgendwas aufmachen? Natürlich nicht. Ich habe auch keine... Wir haben gerade mal nur noch eine Gesundheit. Zweimal Gegengift, dreimal Gegengift und zweimal Adrenalin. Können wir hier irgendwas machen? Nein. Okay. Wir sind jetzt wieder hier. Okay, dann können wir ja nochmal, guckt mal, dann gehen wir hier raus. Ja, es hat schon wieder geleckt gerade und können speichern. Speichern. Hallo? We're like two sides of the same coin, William. Neither of us can succeed without destroying the other. Ja, ist ja schön für dich. Okay. Super. Müssen wir jetzt in den Raum, wo die Dings waren? Im Übrigen hat mir auch jemand über Facebook gesagt, dass dieser eine Raum, wo wir anfangs nicht reingekommen sind, wo diese komischen Dinger, dieses komische Netz gespannt drüber war, was wir mit dem Bunsenbrenner wegkriegen, noch eine Waffe drin ist. Ich habe es jetzt leider nicht mehr geschafft, dahin zurückzukommen. Ich weiß auch nicht, ob wir jetzt dort nochmal hin zurückkommen. Ich glaube es bald nicht. Deswegen, also dort gäbe es noch eine Waffe drin. Ich guck mal, ob man das irgendwie vielleicht noch hinkriegt, dass ich das dann zum Schluss mit reinschneide oder so. Das muss ich mal sehen, wie ich das mache. Das wäre, glaube ich, also ich glaube zu wissen, dass es die Nagelpistole gewesen sein wird, weil das ist, glaube ich, die einzigste. Naja, und noch eine, die wir noch nicht haben. Also wahrscheinlich die Nagelpistole oder halt was anderes. Oh, das ist ja ein schönes Muster. Hier ist zwar mit Blut, aber das hat was. Also lieben Dank nochmal an dich für den Tipp, aber ja. Ich wusste jetzt nicht, wie ich dahin zurückkomme. Aber ich finde das jetzt auch nicht so dramatisch. Wir haben zwar im ersten Teil von Dementium alle Waffen gefunden, lag aber auch daran, weil ich... Der liegt immer noch hier. Weil ich dort ein bisschen Hilfe mir geholt hatte aus dem Internet. Also ich habe mich da ein bisschen belesen, wie man da rankommt und habe die dann halt geholt. So, Tür öffnen. Müssen wir jetzt hier wieder hin? Nee. Müssen wir nicht? Okay. Dann weiß ich gerade auch noch nicht so richtig, wo wir hin muss. Ich guck mal auf die Karte eben. Ja gut, wir haben ja hier noch eine ganze Menge, was noch nicht fertig ist. Kommen wir denn da hier irgendwie rein? Das wäre ja bloß hier über diese weißen Türen. Probier das mal eben.